Drei Tipps zum Start deiner Steuerberater-Prüfungsvorbereitung. Es ist wieder soweit und viele Prüflinge starten im zweiten Quartal des Vorjahres, also dem Jahr vor ihrem Prüfungsjahr, mit ihrer Steuerberater-Prüfungsvorbereitung. Eine sehr, sehr lange Vorbereitung mit ca. 18 Monaten und dabei gilt es natürlich, viele Punkte zu beachten und natürlich auch gewisse Fehler zu vermeiden. Welche drei Punkte du unbedingt berücksichtigen solltest zum Start, das verrate ich dir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlo Steinecke. Ich bin der fachliche Leiter der ESA Examensvorbereitung, der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um den Start deiner Examensvorbereitung. Drei Tipps wollen wir uns anschauen, die du auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Schauen wir auf den ersten Punkt. Die Steuerberaterprüfung ist ein ganz anderes Level. Egal welche Vorbildung du mitbringst, ob du Steuerfachangestellter bist, Steuerfachwirtin, Bilanzbuchhalter, einen Bachelorabschluss hast, einen Masterabschluss hast etc. Das ist nicht vergleichbar mit der Steuerberaterprüfung. Die Art der Vorbereitung ist nicht vergleichbar, weil diese Länge 18 Monate auf eine Prüfung hinzuarbeiten, ohne sozusagen Abschnitt für Abschnitt, wie zum Beispiel im Studium, wo du immer ein paar Semesterklausuren hattest, das danach vergessen hast und dann wieder weitergelernt hast, wo der Dozent dir noch Tipps gegeben hat. Oder auch eben eine Steuerfachwirtprüfung. Wir reden hier wirklich von einem ganz neuen Level. Wenn die Skala bei dir bisher von 1 bis 10 ging, dann geht sie jetzt bis 100 und entsprechend bedeutet das neue Level, dass du auch einen neuen Standard benötigst in allen Bereichen, was deine Examensvorbereitung anbelangt. Heißt, was meine ich mit Standard? Da geht es sozusagen um deine eigenen internen Standards, die du dir setzt in Bezug aufs Lernen. Heißt, ein ganz zentraler Punkt, vielleicht sogar einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Examen ist zum Beispiel die Konstanz. Du kannst nicht mehr sagen, ja, ich lerne dann sozusagen am Ende, wenn es eng wird, wenn der Druck groß wird und am Anfang mache ich nur ein bisschen, ich gehe mal zum Kurs, bereite den nicht vor, bereite nicht nach, mache nicht die extra To-Dos, die auf dem Plan stehen und so weiter. Das wird nicht funktionieren. Du musst konstant, dauerhaft in der Woche mehrere Stunden investieren, jede Woche, Woche für Woche. Natürlich kann man auch mal eine Woche Urlaub machen, darum geht es nicht, aber es kann nicht sein, dass du in der Examensvorbereitung sagst, okay, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Kurs besuchen, ein bisschen zuhören, ein bisschen was mitschreiben und dann später in der Freistellung oder so mache ich dann intensiver das Ganze. Das wird, wie gesagt, nicht ausreichen, nicht funktionieren. Du musst für dich einen neuen Lernstandard etablieren, wenn du langfristig erfolgreich sein möchtest. Der zweite Punkt, zentral wichtig für deine Vorbereitung, du brauchst am Anfang deiner Vorbereitung zwingend eine Analyse und auf Basis dieser Analyse eine entsprechende Planung deiner Examensvorbereitung. Was meine ich damit? Beispiel, wie machen wir das bei uns? Wenn jemand bei uns bei der ESA Examensvorbereitung neu reinstartet, dann bekommt nicht jeder den gleichen Einheitsbrei, weil wenn du zum Beispiel Diplom-Finanzwirt bist oder ein anderer Steuerfachangestellter, du hast ein ganz anderes Niveau. Jeder startet auf einem unterschiedlichen Level, hat unterschiedliche praktische Erfahrungen und so weiter. Und da macht es keinen Sinn, einfach zu sagen, ach, wir fangen jetzt an, alle machen das Gleiche, das passt schon. Es ist verschwendete Zeit oder Überforderung, je nachdem, zu welcher Seite du gehörst. Und deshalb ist es wichtig zu schauen am Anfang, wo stehst du, auf welchem Level in den verschiedenen Bereichen startest du. Es gibt ja zum Beispiel auch super Praktika, die sind in der Einkommensteuer schon sehr, sehr weit, weil sie häufig damit viel zu tun haben. Oder eben Spezialisten aus einer Big Four, die vielleicht in der Umsatzsteuerabteilung arbeiten, die müssen nicht mit steuerbaren Umsätzen anfangen sozusagen. Und auf dieser Analyse sollte dann eine Planung erfolgen. Wichtige Punkte zur Planung. Was wird hier immer falsch gemacht? Wir müssen unterscheiden zwischen einer kurzfristigen, ganz konkreten Planung und einer langfristigen, groben Planung. Warum? Was machen die meisten Leute hier falsch? Die meisten Prüflinge denken, dass eine Planung der Examensvorbereitung bedeutet, ich buche zum Beispiel jetzt zuerst den Samstagskurs, dann den Klausurenkurs, dann in der Freistellung den zweiten Klausurenkurs, da einen Intensivkurs und da bin ich dann und dann dort. Das hat nichts mit Planung zu tun. Das ist ein organisatorischer Punkt, der die Kursauswahl beschreibt, aber wir sprechen hier von Planung. Da geht es um deine Examensvorbereitung, was mache ich wann, wie, auf welche Art und Weise? Womit beschäftige ich mich in den verschiedenen Phasen?
Und da eine Prüfungsvorbereitung immer dynamisch ist, macht es gar keinen Sinn, langfristig schon bis Oktober jeden einzelnen Tag zu verplanen, weil du noch gar nicht weißt, wo, auf welchem Niveau bist du zum Beispiel im Frühjahr, in den Sommermonaten, weil das natürlich erstmal von der Arbeit, die du reinsteckst, abhängig ist. Kurzfristig dagegen, ganz zentral muss ganz klar festgehalten werden, je konkreter, desto besser, welche Lernzeiten habe ich, das heißt, wochentechnisch, wie viele Zeiten habe ich in der Woche, an welchem Tag, in welchem Umfang, nicht das vom Zufall abhängig machen und natürlich, mit welchen Inhalten beschäftige ich mich, auf welche Art und Weise, in welchem Umfang, in welcher Reihenfolge auf die verschiedenen Inhalte bezogen. Und das ist sozusagen ganz konkrete Planung, die essentiell ist. So machen wir das mit unseren Kunden bei der ESH, dass wir das ganz konkret zu Beginn direkt planen, die erste Phase und die dahinterliegenden Phasen grob. Das heißt, dass wir natürlich genau wissen und schauen, das passiert in der Phase, das passiert in der Phase, das passiert in der Phase, aber eben nicht schon jeden einzelnen Tag bis Oktober, weil wenn du eine Woche krank bist, dann geht der Plan schon nicht mehr auf. Dementsprechend hier ganz konkret, da grob arbeiten. Punkt Nummer drei, wo gerade zu Beginn der Examensvorbereitung viele sehr, sehr viel Zeit verschwenden und dadurch natürlich kostbare Fortschritte auf der Strecke bleiben. Viele lernen einfach noch wie in den 90er Jahren. Und das ist auch so ein bisschen zum ersten Punkt, dieser neue Standard bedeutet, wenn du in der Examensvorbereitung jetzt anfängst mit einer Zusammenfassung schreiben, Skripten zuvor lesen, die markieren, dann wie gesagt eine Zusammenfassung schreiben oder zu sagen, ich mache einfach nur Klausuren. Es funktioniert nicht wie in den 90er Jahren. So kommst du einfach nicht voran. Das wird einfach nicht ausreichen bei der Masse an Stoff und dementsprechend ist es fundamental wichtig, dass du hier uplevelst, dass du lernst, wie State of the Art man lernt heutzutage. Wir haben 2024 vom Jahr her und nicht 1990 und da gibt es einfach Methoden, die dafür Sorge tragen, dass du einfach viel, viel effektiver bist und du musst schon mal festhalten, Zeit ist das kostbarste Gut. Diese Masse an Stoff in der Breite und auch in der Tiefe, was die Schwierigkeiten anbelangt, ist schier unendlich. Und da ist es einfach fundamental wichtig, dass du mit deiner Zeit so umgehst, dass du effektiv vorankommst. Du musst nicht derjenige sein, der am meisten am Schreibtisch sitzt. Das bringt dir nichts, wenn du nicht vorankommst. Es zählen nur die Fortschritte. Heißt, Effektivität ist fundamental wichtig, damit du von Woche zu Woche, von Monat zu Monat so gut vorankommst, dass du das Ganze auf ein neues Level bringst und vor allem die Zeit nutzt, um in deiner Examensvorbereitung wirkliche Fortschritte zu erzielen. Das die drei Tipps zum Start. Berücksichtige das Ganze, wenn du noch auf der Suche bist nach dem für dich passenden Anbieter und sagst, das brauche ich auch, so will ich mich vorbereiten und natürlich noch viel, viel mehr Punkte, dann melde dich gerne mal bei uns bei der ESH Examensvorbereitung zum kostenlosen Beratungsgespräch. Link dazu blenden wir unter dem Video ein. Dort findest du dann gemeinsam mit unserem Strategieexperten in einem 1:1 Gespräch 60 Minuten lang heraus, wie wenden wir unser individuelles Kurskonzept auf dich und deine Situation an, wie funktioniert das Ganze für dich und wie werden wir dadurch letztendlich auch erfolgreich gemeinsam sein. Schau gerne bei uns auf der Seite vorbei. Ich freue mich von dir zu hören. Wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Viel Erfolg für deine Examensvorbereitung. Bis dahin, dein Marlon.